Verehrte Miss Ashton, mein Name ist Dorothy Adams. Ich gehöre einem Buchclub an. Die Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Gegründet von Elizabeth McKenna, um uns durch die Zeit der Besatzung zu helfen. Was Lesen diesen Leuten gegeben hat. Endlich kann ich etwas schreiben, das mir wichtig ist. Eine echte Schriftstellerin will uns kennenlernen. Entschuldigen Sie bitte. Hey, hey! Ah! Entschuldigung. Wir haben Sie erwartet. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Sie sind das also. Dann kennen Sie sich doch bereits. Wir hätten Sie heute vor dem Hotel fast erschlagen. Oh, und ich habe gedacht, aus einem früheren Leben. Heute ist natürlich wahrscheinlicher. Und ich würde unheimlich gern über Sie schreiben, über Ihren Club. Und Ihre Gründerin, Elizabeth McKenna? Ich freue mich so darauf, Sie kennenzulernen. Das wird nicht möglich sein. Es steckt mehr hinter dieser Geschichte, als Sie Ihnen erzählen werden. Was ist passiert? Es ist nicht an mir, das zu erzählen. Sie wollen nicht, dass ich über Sie schreibe. Der Krieg ist für Sie nicht vorbei. Elizabeth musste auf Gedeih und Verderb ihrem Herzen folgen. Und du musst dasselbe tun. Du hast genügend Mut dazu. Ich habe Dinge gesehen, von denen ich dachte, sie wären unmöglich. Ich habe auch Menschen verloren. Wenn Sie es mir gestatten, würde ich Ihnen gern helfen. Sie sind anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Wen haben Sie sich denn vorgestellt, Mr. Adams? Glaubt ihr, man kann sich Menschen zugehörig fühlen, bevor man ihnen überhaupt begegnet? Mir ist nur allzu bewusst, wie sehr euer Leben meines für immer verändert hat. Wenn Bücher die Macht haben, Menschen zusammenzubringen, hoffe ich, dass dieses hier sein Zauberwerk vollbringt.